Herzlich willkommen zu Allmann Taxi. Ich rede heute mit meinem Gast über all das, worüber Sie sich schon mal mit einem Migranten unterhalten wollten, aber einfach keinen gefunden haben. Die junge Dame, die kenne ich doch. Die nehme ich doch mit. Ja, klar. Hallo. Wohin? Einmal in die Stadt, bitte. In die Stadt. Ist voll heute, ne? Ja. Ist Demo. Das wird dauern, ne? Wahrscheinlich. Ja, wir haben Zeit. Ich kenne sie irgendwoher, ne? Kann das sein? Ja, woher? Weiß ich nicht. Irgendwie kommt mir das... Haben Sie nicht Sport gemacht oder so? Ja. Sie sind's, ne? Ja. Weltmeisterin, ne? Ja. Wow. Weltmeister habe ich noch nie gefahren. Nee, noch nie. Nicht, dass ich mich erinnern würde. Okay. Wird man komisch angeguckt, wenn man als Frau boxt? Ja gut, also es ist halt... Also dann auch als ausländische Frau, ne? Die Ausländer sind ja da immer sowieso, oh, warum boxst du denn? Warum machst du denn? Hast du so? Ja, aber es ist, ich finde, man kann boxen, aber man kann auch gleichzeitig eine Frau sein. Und die zwei Sachen, wenn du das verbindest, finde ich das immer ganz schön, weil dann zeigst du eben, eine Frau kann auch eben eine Frau sein, aber auch eine Boxerin. Ja. Und war für die Familie kein Problem? Ja, mein Vater war schon anfangs dagegen, weil er wollte immer, dass ich Turnerin werde. Ja, warum Turnerin? Ja, weil so er wollte immer, dass ich Spagat kann und das kann ich bis jetzt nicht. So Mädchensachen ja, oder wie? Ja, genau. Und das wollte er halt unbedingt, aber wenn da keine Leidenschaft ist, dann... Also Talent war da, aber ich hatte eben diese... Ich bin nie zum Training gegangen und er war immer sehr, sehr sauer, weil er halt immer meine... Also halt immer diese Monatsbeträge bezahlt und ging mal zu dem Trainer und meinte, und wie macht sich so meine Tochter? Und dann meinte der Trainer so, ich habe die nur einmal gesehen. Oh nein. Ich habe immer das Training leider geschwänzt, weil es mir einfach keine Freude bereitet hat. Und beim Boxen war es halt anders. Also ich bin zum Training und vom ersten Augenblick mit meinen Buffalo-Schuhen habe ich da mitgemacht. Und das war einfach eine ganz andere Geschichte. Also ja, das war Liebe auf den ersten Blick. Was seid ihr? Armenier, ne? Armenier. Ja. Und bist du immer schon hier gewesen oder bist du hier geboren? Ich bin geboren in Erevan, also ja, in Armenien. Und bin dann halt mit meiner Familie, dann mit 4 Jahren, ja, sind wir dann nach Deutschland gekommen. Und wie war es für dich, hierher zu kommen damals? Hast du Erinnerungen dran? Also ich weiß, dass damals mein Vater nach Deutschland gekommen ist und irgendwann hat er gesagt, ich möchte euch hierher, ja, also hat uns dann gerufen, ja, und dann hat meine Mutter die Sachen gepackt und dann sind wir halt auch dann dazu gekommen. Es war halt... Er ist ja auch geflohen damals wegen dem Krieg. Er sollte ja in den Krieg einziehen. Welcher Krieg? Um den Berg Karabach. Ja, und er war ja Soldat. Und dann hat er halt gesagt, dass nur weil ja mit der Familie dann ja das wollte er nicht. Hat dann gesagt, ich entscheide mich für meine Familie. Ich möchte, dass meine was hätten wir denn sonst gemacht ohne unseren Vater? Ja. Das ginge gar nicht und ja, und dann gab es die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen und die haben wir halt, hat er dann genutzt. Ach, du bist ein richtiges, klassisches Flüchtlingskind. Ja. Und was denkst du über die Flüchtlinge, wenn du das heute siehst, die hierher kommen? Ja, es ist halt immer so eine Situation. Ich bin ja auch Flüchtling. Ich verstehe viele Sachen. Es gibt aber auch Sachen, wo ich dann denke, schwierig. Also man muss immer jedem die Möglichkeit geben, hier sich zu integrieren. Ja. Also dafür stehe ich komplett. Aber ich sehe zum Beispiel Sachen nicht ein, die, ja, wo die nichts tun und Erwartungen haben. Die Flüchtlinge. Ja, das ist dann so wiederum, weil ich weiß, meine Familie und ich, wir haben auch damals wirklich gekämpft. Wir haben nichts geschenkt bekommen, wir mussten arbeiten. Ja, genau, ja. Das ist. Und deswegen finde ich immer, man muss dann schon ackern. Also man muss schon sich echt, weil es ist ein tolles Land, es gibt viele Möglichkeiten. Woanders kriegst du die Möglichkeiten nicht. Ich selber hätte niemals in Armenien
wäre ich niemals Weltmeisterin geworden. Ich weiß es nicht, nur Gott weiß, was passiert wäre, aber so eine Karriere zu machen wie hier, hätte ich dort niemals machen können. Ja. Und das war einfach so eine Fügung. Also so, deswegen bin ich sehr dankbar Deutschland dafür. Und deswegen sollte man hat hier viele Möglichkeiten, deswegen muss man halt sich echt so ein bisschen anpassen. Und man kommt aus einem fremden Land und denkt, das ist alles so wie dort. So ist es aber ja nicht. Ich musste selber auch mit 17 zwei Jobs machen, damit wir die Kosten decken können für die Wohnung, leben. Aber wir haben dafür gekämpft, dass wir in Deutschland bleiben. Und die Menschen, die hierher kommen, die wissen das gar nicht zu schätzen, was sie haben hier. Und das ist dann immer... Also, darf man das laut sagen als Ausländer? Sowas? Also ich habe damit kein Problem, weil ich möchte, dass alles fair ist. Also ich bin ein Fairness-Mensch. Und jeder sollte für das, was er bekommt, auch etwas tun. Und wie seid ihr hier geblieben? Was war euer Grund? Unser Grund war, dass ich eben, also meine Familie, wir haben gearbeitet. Jeder hatte einen Job. Ich habe damals noch meinen Profivertrag bekommen. Das war ein Zusatzjob. Ja. Damit konnten wir die gesamten Kosten decken für unser Lebensunterhalt. Und und dann haben wir unser Bleiberecht bekommen. Ja, ja. Dann kam auch... Ach, durch das Boxen habt ihr dann das Bleiberecht bekommen? Nee, nicht durch das Boxen. Also wir hatten schon, weil wir ja nachweisen konnten, dass wir arbeiten. Ja. Das war erstmal der Grund. Ja. Dann kam noch zusätzlich, dann hat sich das alles so Schlag auf Schlag ergeben, dass dann auf einmal ich einen Profivertrag bekommen habe. Ja. Und das hat das nochmal komplett gesichert. So hatten sie gar keine Chance, uns abzuschieben. Euch abzuschieben. Weil man wollte uns ja abschieben, ja, und hatte uns auch schon zum Flughafen damals gebracht. Nein. Ja, wir waren auch kurz vor der Abschiebung. Du warst schon auf dem Weg raus. Ja, war schon im Flughafen. Oh. Da war das war schon echt krass. Ja. Wie war das? Ja, nicht schön. Also ich weiß noch, als die kamen, die Beamten, und morgens um 4 dann geklingelt haben an der Tür und gesagt haben, Familie Kentikian. Und ich habe dann damals die Tür geöffnet. Ich so, ja. Und sie so, ja, sie müssen ihre Sachen packen. Euer Flug geht um 8 Uhr, weiß ich. Ja. Und ich so total in Schock. Also ich konnte mich kaum bewegen, weil das war ein richtiger Schock. Wie alt warst du? Ich war 12. Oh Gott. Ja. Und bist zur Schule gegangen, hast Freunde gehabt? Ja, hast. Alles. Freunde, Schule. Aber man hat noch wirklich, ich weiß nicht, was das war, es war wie ein Wunder, man hat die Abschiebung noch rechtzeitig gestoppt, weil ich habe meinen Trainer angerufen, ich habe unseren Anwalt angerufen, ich habe dann gesagt, ja, die wollen uns abschieben, jetzt wir werden gerade zum Flughafen gefahren. Und dann hat der Trainer von mir all mögliche Leute angerufen. Und man hat die Abschiebung dann so gestoppt, dass man dann einen Petitionsantrag gestellt hat. Wow. Und so durften sie uns dann nicht mehr abschieben und mussten dann uns wieder nach Hause fahren. Wow. Aber diese ganze Weg und die 3-4 Stunden, die wir dort verbracht haben, war die Hölle. Ja, ja. Also ein psychischer Knockout. Wahnsinn. Für die Familie auch. Wahnsinn. Weil das... Hast du das Gefühl, dass Sport wichtig ist? Sport für Junge, also für Migranten, um sich zu integrieren? Ja. Ist es ein Integrationsmedium? Ja, absolut. Also ich glaube, Sport ist also sehr, sehr wichtig. Nicht nur, man kann durch Sport, kommst auch nicht auf blöde Gedanken, irgendwie andere Sachen zu machen, die halt nicht so gut sind. Ja. Ich hätte selber auch wahrscheinlich entweder Depressionen oder sonstiges gab, wenn ich meinen Sport nicht hätte. Da bin ich voll, komplett ehrlich. Weil das hat dieses Gleichgewicht wieder gebracht, dass ich etwas in meinem Leben gemacht habe. Weil du drehst ja durch, du darfst ja gar nichts machen. Und diese Umstände, in denen man lebt, man hat keine Privatsphäre in einem kleinen Raum. Im Ausländerheim, im Asylantenheim, ne? Das ist nicht einfach. Also sowas ist echt. Wie lange nicht habt einfach. Ihr im Heim gelebt? Weißt du das noch? Wir haben dort, also wir waren zuerst in einem Container 2 Jahre von dort aus dann in einem Wohnheim auch nochmal, was war das? Circa
8 Jahre. Du hast 10 Jahre deines Lebens quasi im Heim gelebt. Ja. Mit der ganzen Familie in einem Zimmer. Ja. Und dann geboxt noch. Ja. Das war... Wow. Ja. Dann wirst du wirklich verrückt geworden, wenn du nicht was anderes gemacht Eben. Hättest. Deswegen war da dieses das Boxen keine für mich keine Privatsphäre, mein, kein gar nichts, ne? Nö, ich war kein Zimmer, kein... Ich war immer draußen. Ich habe draußen mich tagtäglich... Also ich war immer wirklich... Habe entweder draußen gespielt oder... Ja. Du hast 10 Jahre im Heim gelebt? Mhm. Weißt du noch, wie das war, in die eigene Wohnung einzuziehen irgendwann? Ach, das war... Das kann ich gar nicht beschreiben, wie es war. Es war unglaublich. Es war wie ein Traum. Ich habe immer gedacht, dass das nie geschehen wird. Es war so, dass ich die Hoffnung schon... Man hat ja immer so, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne, sagt man ja. Ja. Aber ich hatte gar keine Hoffnung mehr. Weil wenn du 10 Jahre, dann denkst du, du wirst schon dein ganzes Leben da sein. Da gibt es kein Ende. Aber da war ich auch noch jung. Und ich meine, ist klar, irgendwann kommt ein Ende und es kommen bessere Zeiten. Aber bei uns hat es eben 10 Jahre gedauert, ne? Bis wir dann wirklich in eine Wohnung kamen. Und als dann gleichzeitig mein Vertrag kam, und dann habe ich mir irgendwann selber eine Eigentumswohnung gekauft und alles. Also dann hat sich diese 10 Jahre Leiden wirklich irgendwann ausgezahlt, ja. Ja. Aber schön, dass du das so siehst. Du musst deine Geschichte immer wieder erzählen. Das ist eine das unglaublich spannende Geschichte, weil das öffnet den Leuten, glaube ich, die Augen. Ja. Auch wenn es mir mal schwer fällt, aber da ich das weiß, mache ich es ja auch. Weil wenn ich in die Tiefe gehen würde, dann würde ich tatsächlich sehr emotional werden. Und das würde ich immer vermeiden, weil das kann sich wirklich keiner vorstellen. Es sind jetzt nur so Worte und Erzählungen. Aber dieses erlebt zu haben, ist halt echt nicht einfach gewesen.